Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wer von uns weiß eigentlich wirklich, was Frieden bedeutet? Die meisten von uns haben nie Krieg erlebt, mussten nie Angst vor Bomben, Zerstörung und Vertreibung haben. Frieden und Sicherheit, das ist wie die Luft zum Atmen, lebensnotwendig. Aber wann denken wir daran? Doch erst, wenn die Luft verseucht ist und uns krank macht. Bilder aus Syrien und Zentralafrika rütteln uns auf. Oder Kriegsflüchtlinge, die uns ihre Überlebensgeschichte erzählen. Ihr Schicksal erinnert uns daran, dass Frieden nicht ein hohes, sondern das höchste Gut ist. Ein Kind, das heute in Barcelona, Bratislava oder Bremen geboren wird, wächst in dem Genuss des Friedens auf. Es wird in einem freien, sicheren und rechtsstaatlichen Europa leben. In Bagdad, Bangui oder Beirut beneiden sie uns darum. Seit ich selbst in Sri Lanka und im Irak gelebt und gearbeitet habe, weiß ich, die Welt betrachtet Europa vor allem als Hort des Friedens. Unser Glück bringt Verantwortung mit sich. Europa muss sich deshalb als friedenspolitischer Akteur formieren, mit einer Stimme sprechen, an einem Strang ziehen. Europa muss seine zivile Macht nutzen, um den Frieden in der Welt zu mehren. Ich betone, zivile Macht. Mehr Außenpolitik heißt nicht mehr Militär, im Gegenteil. Mehr Außenpolitik heißt mehr Kooperation, mehr Prävention, mehr Mediation, mehr Integration und mehr Gerechtigkeit. Ich will ins Europäische Parlament, um mich dafür einzusetzen, dass die EU außenpolitisch als Einheit agiert. Die EU hat nicht große und kleine Länder, sondern von außen betrachtet nur kleine. Wenn es um die Abstimmung einer gemeinsamen Außenpolitik geht, hat jedes EU-Land ein Vetorecht. Ich selbst sitze täglich in Brüssel in diesen Sitzungen und daher weiß ich, dass auch Deutschland gerne Nein sagt. Aber ein handlungsfähiges Europa braucht nicht 28 Außenpolitiken, sondern eine einzige. Und deshalb fordere ich Mehrheitsentscheidungen auch im Rat der Außenminister. Ich will ins Europäische Parlament, um von der EU gemeinsames Handeln bei den Vereinten Nationen einzufordern. Denn für eine wirksame Friedenspolitik muss die EU vor allem bei der UNO ihr vereintes Gewicht in die Waagschale werfen. Der NSA-Skandal ist ein veritabler Angriff auf unsere Freiheit, auf unsere demokratischen Institutionen. Und wir Europäerinnen und Europäer müssen uns fragen, wie wir zukünftig das Verhältnis zu den USA gestalten wollen. Ich meine, in der multipolaren Welt sollte die EU vor allem die Stimme der Kooperation sein. Wir sollten andere motivieren, die großen Menschheitsaufgaben anzugehen, anstatt uns gegenseitig auszuspionieren. Ich will ins Europäische Parlament, um dort eine Außenpolitik zu vertreten, die Klima- und Umweltschutz mitdenkt und deren Maxime die nachhaltige und gerechte Nutzung von Ressourcen ist. Friedenspolitik kann nur als Gesamtansatz gelingen. Wirtschafts-, Handels-, Agrar-, Finanzfragen gehören dazu. Waffengeschäfte nicht. Konflikte vermeiden und Frieden stiften, das heißt Menschenrechte verteidigen, Flüchtlinge aufnehmen, Energieversorgung und Artenvielfalt sichern, Bildung und Entwicklung fördern. Diese Außenpolitik, diese Friedenspolitik nenne ich Menschheitspolitik. Sie ist das Konzept der Zukunft. Für diese grüne Menschheitspolitik will ich im Europäischen Parlament streiten. Ich will es in dem Bewusstsein tun, dass deutsche Soldaten vor nicht einmal 100 Jahren in Belgien einmarschierten und nahe der Kleinstadt Ypern mit Giftgas töteten. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Deutsche gegen Franzosen. Eigentlich unglaublich, dass ausgerechnet aus dieser Beziehung Deutschland und Frankreich die Europäische Union geboren wurde. Bis heute gilt, ohne Deutschland und Frankreich wird Europa nicht weiterkommen. Wir brauchen dieses alte Ehepaar, nicht um ein spießiges, monogames Kern-Europa-Haus zu bauen, sondern für eine bunte Homo-, Hetero-, Bi-, Cis-, Poly-, Trans-Patchwork-WG. Für eine WG, in der alle zusammenhalten, egal ob arm oder reich oder alt oder jung. Für eine WG, in der sich trotz aller Differenzen am Ende des Tages alle lieben. In dieser WG wird nicht ein Mitbewohner gleich vor die Tür gesetzt, wenn er mal einen Beitrag in die Haushaltskasse nicht pünktlich bezahlt oder seinen Putzplan nicht einhält.
In Baden-Württemberg wissen wir, welche Chancen sich ergeben, wenn Europas Regionen zusammenrücken. Deutsch-Französische Arbeitsagentur, deutsch-französische Kindergärten, Schulen, Universitäten, Absatzmärkte für Kleinunternehmer, seit kurzem sogar ein deutsch-französisches Büro für erneuerbare Energien. Frankreich will tatsächlich seine Atomenergie reduzieren, von 50% auf 75%. Für Frankreich ist das eine kleine Revolution. Das Wort Transition énergétique, Energiewende, hat Eingang in die französische Sprache gefunden. Es wird auch höchste Zeit, denn der Schrottreaktor von Fessenheim liegt keine 30 Kilometer vom Freiburger Münsterplatz entfernt. Die Energiewende, liebe Freundinnen und Freunde, die gibt es nicht als deutschen Alleingang. Da muss sich das alte Ehepaar schon zusammenraufen und gemeinsam die WG für Ökostrom begeistern. Wir Grüne wissen doch, dass Politik nicht am Gartenzaun endet. Ich will ins Europäische Parlament, um für starke regionale Kooperation zu kämpfen und für einen neuen Schub deutsch-französischer Initiativen, für einen Schub gesellschaftlicher Integration. Ich will dazu beitragen, dass Programme wie Erasmus Plus genutzt werden. Wir Europäerinnen und Europäer müssen erleben, dass wir zusammengehören. Der kommende Wahlkampf wird hart. Zum ersten Mal wird es eine echte Auseinandersetzung über Europa geben. Europafeinde à la Lucke, Le Pen, Wilders haben im Europäischen Parlament nichts zu suchen. Sie versuchen, mit populistischen, nationalistischen und homophoben Parolen zu punkten. Es ist eben immer leichter, ein Haus anzuzünden, als eines aufzubauen. Aber wir werden das nicht zulassen. Wir werden uns nicht verkriechen, ganz im Gegenteil. Wir wollen keine Schwarz-Weiß-Malerei. Wir wollen ein solidarisches Europa, ein demokratisches Europa, ein gemeinsames Leben in Vielfalt und Freiheit, denn mehr denn je, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir für unsere Europa-WG kämpfen. Und mit euch zusammen will ich die Wände knallgrün streichen. Packen wir es an!